Moin und willkommen aus Locarno, hier von einer der Weltpremieren. Das ist der ID.X Side. Das ist ein Fahrzeug auf Basis des ID.5 GTX, wie man sieht, aber natürlich extrem veredelt. Wieder von den Azubis aus Zwickau, die auch letztes Jahr schon den ID.Versity gebaut haben. Aber diesmal, finde ich, haben sie noch einen draufgelegt, weil die Karre sieht ja einfach nur noch geil aus, oder? Lass uns das Fahrzeug mal im Detail ansehen. So, das, was hier natürlich an der Seitenprofilaufnahme auffällt, das sind die gigantischen 22 Zoll Felgen, Einzelanfertigung extra für das Fahrzeug. Mega cool. Was mir jetzt ein bisschen auffällt ist, der hat noch ganz schön viel Luft im Radkasten. Der muss eigentlich mal runter, oder? Aber ich glaube, da haben wir mal was vorbereitet. Ne? Wie geil ist das denn gerade? Genau, der X-Side hat nämlich ein Airride-System drin, sprich ein Luftfahrwerk, und den kannst du richtig runterpumpen. Und dagegen sieht selbst mein Auto noch hochgelegt aus. Also, sieht mega geil aus in der Optik. Ich zeige euch das mal eben von der anderen Seite noch. Den gibt es nämlich dann einmal hier in der kompletten Maximal-Tief-Variante. Und damit verliert der ID.5-Basiswagen hier komplett seinen ganzen Look. Also der ist doch nicht mehr ein SUV, oder? So, übrigens, die Farbkombination hier, die ihr seht, das ist aus dem Farbregal von Lamborghini gewählt, ne? Also da haben sie sich was überlegt und in einem Mehrschichtverfahren dann diesen hochglänzenden Lack drauf gebaut. Sieht richtig, richtig geil an. GTX-Schriftzug dann von vorne dann nach hier gezogen. Auch das mega cool in dem Farbakzent Orange. Ja, und bevor wir uns jetzt den Innenraum angucken, möchte ich euch mal eben zeigen, was denn sich hinter dieser Heckklappe hier verbirgt. So, Sesam, öffne dich. Und was sehen wir hier? Wir haben hier auf jeden Fall erstmal den Behälter für das ganze Luftfahrwerk. Schön dezent hier eingebaut. Alles neu ausgekleidet mit dem Soundsystem natürlich von Gladen hier. Also noch einmal on top auf das Standard-Soundsystem. Hier oben seht ihr das Board. Das ist auch ein elektrisch angetriebenes Board mit GTX-Schriftzug. Was das besondere Feature ist, wenn ihr vorne drin seht und nach hinten rausguckt, dann spiegelt sich der GTX-Schriftzug dann hinten in der Heckscheibe aufs Dach. Ein kleines Feature, was die Jungs und Mädels sich hier überlegt haben. Ansonsten, selbst die Innenverkleidung hier von der Heckklappe ist mit Alcantara bezogen. Also da haben sie sich wirklich viel, viele Sachen überlegt. Lackiert natürlich bis in die kleinste Ecke hier. Also eine ganz, ganz, ganz feine Arbeit. Heckdiffuser hier komplett neu gestaltet einmal. Und wir gucken uns jetzt auch nochmal die Front an. So, übrigens, das, was ihr hier seht, 10 Lautsprecher, ein Subwoofer und das Ganze 2000 Watt. Das reicht zum Beschallen von der ganzen La Rotonda hier. Das geht ab, das sage ich euch, auch mit vernünftiger Musik. So, an der Front einmal natürlich die maximale Tiefe hier gut zu erkennen, haben wir einen umgebauten, angepassten Frontschweller. Das ganze Fahrzeug ist natürlich etwas in die Breite gegangen und die Frontschürze dementsprechend auch angepasst. VW-Kennzeichen haben wir jetzt hier einmal komplett geschwärzt und hier seht ihr das nochmal im Seitenprofil auch. Also, da ist einiges an Breite noch dazugekommen. Wenn man natürlich hier die Front anpasst, und 2,5 cm sind nicht wenig, dann muss man natürlich auch die ganze Seitenlinie anpassen. Das heißt, das betrifft dann hier nicht nur vorne die Frontschürze, sondern natürlich auch den ganzen Schweller hier, der über die Länge angepasst werden musste. Und das zieht sich weiter bis in die Heckschürze, das habe ich euch eben schon gesagt. So, das soweit erstmal zum Äußeren. Lack geil, Breite geil, Tiefe geil. Wie sieht es denn drinnen aus? So. Hinein in die gute Stube. Also, was hier schon mal eindeutig auffällt, das sind Hochtöner von Bang & Olufsen, die hier herausgekommen sind.
die fahren tatsächlich aus dem Armaturenbrett hinaus. Ansonsten alles natürlich schön bezogen Alcantara. Die Jungs und Mädels haben sich hier für die originalen ID.5 GTX Gestühle entschieden, was ja nicht verkehrt ist, weil sie sehr schön sind. Aber zum Beispiel auch, wenn man sich jetzt hier die Tür ansieht, haben sie hier schöne Steppnähte, wieder in der Kontrastfarbe des Orange. Der Schlüssel ist nicht drin, deswegen fiebt es jetzt hier gerade. So, und ansonsten auch überall die orangen Steppnähte hier und auch am Lenkrad, die Lenkradspange wieder in dem Orangeton. Und das findet sich tatsächlich auch hier im Display wieder, wie ihr seht. Also auch da haben die sich richtig Mühe gegeben. Auf den hinteren Plätzen, der ist halt nicht ausgeräumt wie damals der iDiversity mit Überrollbügel, haben sie sich einfach nur nochmal hinten an der Rückbank ausgetobt. Auch da natürlich die Steppnähte drin, genau wie in den Sitzen hier. In Summe eine ziemlich geile Arbeit, wenn ihr mich fragt. ID Excite. Übrigens liebe ich die Detailarbeiten an diesem Fahrzeug. Ne? Selbst hier der Einstiegsbereich ist mit Alcantara bezogen. Eine richtig schöne Arbeit. Im ganzen unteren Bereich des Armaturenbretts alles bezogen. Das Ding wurde komplett gestrippt, so dass man auch wirklich nichts vergisst. Ja, Lack habe ich schon erwähnt, aus dem Lamborghini-Regal. Auch da alles in feinster Arbeit und auch der Himmel übrigens in Alcantara bezogen. Da haben sie sich aber mal richtig ausgetobt. So, das ist er, der VW ID Excite. Und hinter mir die vier stellvertretend für die drei Standorte von VW Sachsen, die an dem Fahrzeug mitgewerkelt haben. In Summe waren es 14 Azubis, die ein ziemlich geiles Produkt hier auf die Beine gestellt haben. Ich mag ihn echt wirklich richtig, richtig gerne. Jetzt hier gerade wieder ein bisschen hochgepumpt übrigens, seht ihr, ne? Ja, finde ich, setzt noch fast einen drauf auf den iDiversity vom letzten Jahr. Und ich bin echt gespannt, was wir dann nächstes Jahr hier in Locarno sehen. Weil das Ding, das legt die Messlatte jetzt aber mindestens so hoch, wenn nicht noch mehr. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die kleine Vorstellung vom VW Excite gefallen. Ich bin begeistert, ihr wisst das. In diesem Sinne, tschüss, ciao, Daumen hoch und bis dann, ciao.